Salz. Ich weiß nicht, ob du die damals auf deinem Schulweg schon gesehen hast. Das ist die Eule der Weisheit von dem Professor Brenningham. Und Weisheit kann man nicht nur kommen. Und vor allem, wenn man sich dann noch einmal so einen Job vorgenommen hat, dann braucht man noch viel mehr davon. Ich habe gesagt, allerherzlichsten Glückwunsch zu allem, was du bisher erreicht hast. Und ich glaube, wie ich vorher gesagt habe, das ist sicherlich noch nicht zu Ende. Ich gehe das auf alle Fälle noch viel weiter an. Und gesagt, halt sie in Ehren und die Weisheit möge dir immer so wach bleiben. Vielen herzlichen Dank. So, und jetzt ist es uns natürlich auch noch eine besondere Ehre, wenn du dich als Supersportlerin, deutsche Meisterin, Nationalspielerin, Olympiateilnehmerin bei uns in das Goldene Buch eintragst. Ja. Wir haben ja schon entsprechend vorbereitet und weil der Sepp natürlich ja, weiß, wo die Lieblingsfotos sind, haben wir die schon mal reingenommen und haben wir dir eine Seite übrig lassen.